Hallo und herzlich willkommen. Ich bin ein bisschen heiser, wie man hört. Ich bin gestern am Iron Maiden Konzert gewesen. Ich habe mir vorgenommen, das erste Mal Minecraft zu spielen. Ich kenne das Spiel nicht. Ich habe von dem viel gehört, aber habe es noch nie gespielt. Ich habe jetzt da die Bedrock Edition. Ich werde jetzt mal schauen, was ich da machen kann oder muss oder so. Ja, genau. So. Ich habe keine Ahnung, was man hier machen kann, was gratis ist und was nicht. Das ist Standard. Hä? Da wo eine Münze ist, da muss man, glaube ich, bezahlen. Ich glaube, ich nehme tatsächlich was Schwarzes. Stiel. Ach, da kann man ja mega viel noch machen. Okay, das wird überdeckt, das sieht man nicht. Ich glaube, ich lasse das so. Sieht man die überhaupt? Also mein Sohn hat sich das mal gewünscht, dass ich eben Minecraft spiele. Ich glaube, ich lasse das so, weil ich werde sonst wahrscheinlich nie anfangen. Schuhe, okay. Gesichtsgegenstände. Nein, ich will kein verdecktes Gesicht, das gefällt mir nicht. Rückengegenstand. Ich habe gerade einen Anruf bekommen. In diesem Slot wechselst du zu dem klassischen Skin. Klassische Skins werden auf deinen gesamten Charakter angewendet und können nicht personalisiert werden. Deine Charakteroptik aus dem Charaktereditor wird als Backup in diesem Slot gespeichert, falls du später wieder wechseln möchtest. Okay.
E-Modes umhängen. Legendär. Ja, legt den an, das ist in Ordnung. Aber wie gehe ich denn da jetzt raus? Okay. Also wie gesagt, ich werde jetzt das allererste Mal spielen. Ich habe keine Ahnung. Das ist ein bisschen sehr groß, ne? Hochskalierung, Raytracing. Okay, das wird nicht empfohlen, ha? Ich glaube, ich werde das ein andermal machen. Ich werde jetzt, glaube ich, einfach mal spielen. Ich habe letztes Mal einfach mal irgendwas gestartet, aber... Ich mache jetzt einfach eine neue Welt. Meine Welt. Wie soll meine Welt heißen? Paradies. Oder wie wollte ich das nennen? Nein, warte, ich nehme Eden, genau. Überleben, kreativ. Ich mache mal einfach, glaube ich. Feindliche Kreaturen spannen, verursachen aber weniger Schaden. Die Hungerleiste leert sich und lässt die Gesundheit auf 5 Herzen sinken. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung. Ich glaube, ich werde das wirklich auf... Soll ich das machen? Inventar behalten? Ich mach das, glaube ich, mal. Oder ist das schon? Ne, kann ich nicht ändern. Ah, das wäre dann mit Cheats. Ja, ich mach mal einfach überleben. Ich denke, das kann ich dann immer noch ändern. Muss mal das Licht ausmachen, das blendet mich. Aha, was muss ich jetzt drücken? Weiter. Drücke T.
Das ist ein bisschen sehr ein breites Sichtfeld, oder nicht? Ja, ich glaube, so ist es besser. Ich habe keine Ahnung, was ich machen. Also das Ducken, Hüpfen. Was ist denn das? Zuckerrohr. Was ist das? Blume. Löwenzahn. Ich glaube, ich gehe mal da hinten Richtung Wald wahrscheinlich, oder was meint ihr? Soll ich das Sichtfeld noch ein bisschen enger machen? Ist ein bisschen weit, oder nicht? Ich habe aber keine Ahnung, wie man da Sachen herstellt oder so. Ich weiß nur, dass man Zeug herstellen kann, aber ich weiß nicht wie. Ja, was ist das da? Ist das Steine oder? Kann ich die aufheben oder so? Oh nein, ich hab's. Ich wollte es aufheben, aber es geht nicht. Was ist das? Rosenstrauch. Weiß nicht, ob man da Kräuter oder so machen kann, keine Ahnung. Meine Stimme ist ziemlich im Arsch. Samen habe ich bekommen. Was ist denn da? Mein Glück. Ich drücke jetzt nichts, weil ich will den nicht töten oder so. Ich frage mich, ob man die aufheben kann oder so. Pfingstrose. Ich glaube, das sind Wölfe oder was sind das? Greifen die mich an?
weiß nicht, ob man die dann zähmen kann oder so, keine Ahnung. Ich sehe gerade, dass ich essen muss, auch anscheinend. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mir da ein Häuschen bauen soll oder so. Da wäre eine große Fläche, da könnte ich sonst ein Haus bauen oder so, ne? Da drüben der Berg sieht zwar auch noch interessant aus, muss ich sagen. Wäre das da mal irgendwie Holz sammeln oder so? Aber wie mache ich denn das Werkzeug draus? Jetzt da einfach ein Haus bauen oder wie geht das denn? Ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt da Werkzeug mache oder so, keine Ahnung. Ich habe mal gesehen, dass einige eine Axt und so haben, aber ich habe keine Ahnung, wie ich das selber mache.
Also Rechtsklick muss ich machen. Hey, was ist denn da? Ich glaube, der will was von mir. Oh. Er greift den an. Mach ihn kaputt. Beschütz mich. Ja. Wie hau ich jetzt dem eins? Also. Oh. Was ist das? Kann ich das essen? Was ist denn das da? T ist Chat. A, E? Oh. Auf E kann man irgendwas machen. Ich muss mal schauen, wenn der da weg ist. So, hau ab. Oh. Ist der jetzt abgesoffen? Oh Scheiße, der hat mich erwischt. Ich habe nicht mehr viel Leben. Oh Scheiße, bin ich weg. Ich glaube, ich bin dort rüber gegangen, oder nicht? Was sind denn das da für Blasen da? Da kommen immer wie mehr. Also zumindest habe ich per Zufall rausgefunden, auf E kann ich, glaube ich, was herstellen. Aber jetzt weiß ich nicht, ob ich den gleichen Ort wiederfinde, ich weiß nicht.
Boah, das ist ja nicht normal, wie viele davon denen. Ich glaube, ich müsste wahrscheinlich da drüber. Ich glaube, hier wäre ich schon richtig, aber das Problem ist, also den Ort habe ich zumindest, glaube ich, jetzt wieder gefunden. He? Aber jetzt weiß ich nicht, ob ich da so wie ein Bett bauen kann, damit ich da immer respawne oder so. Keine Ahnung. Warum kann ich denn nicht rennen jetzt mehr? So, geh weg. Irgendwie wollen die mir ans Leder rohes Hammelfleisch. Verrottetes Fleisch. So, geh weg, lass mich in Ruhe. Ich habe immer gemeint, das sei ein friedliches Spiel, aber dass das so feindselig ist, wusste ich nicht. Irgendwie müsste ich jetzt dann mal was essen, irgendwie. Ich habe nicht Lust, jetzt wieder zu sterben. Hau ab. Ah, jetzt geht er weg, oder was? Muss ich denn jetzt hier Tiere töten, um etwas zu essen, oder was?